So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Im letzten Part. Was haben wir denn gemacht? Wir haben das Schloss weiter erkundet und sind wieder durch die Wächtertür hindurchgegangen und ja, Losschüssel betätigt. Wow. Gebt ihr Erfahrung? Am Kloschüssel betätigt und da machen wir direkt weiter in diesem Part. Ja, mit Sushi, das wird mir auch sehr viel helfen, ne? Sushi wird mir hier sehr viel helfen, glaube ich. Probier mal den Power, Erdbeben, Otten, Angriff und so weiter. La. Bombele wird mir da, glaube ich, mehr helfen. Ah ja, okay. Bombele, los! Zeig, was du kannst! Yay, bäh! Ins Gesicht! Und schwupp! Wupp. Und Tschüssikowski! Wow, zwei Erfahrungen! Yeah! Episch! Aber die geben schön Münze, finde ich gut. Wupp! Wow! Episch! Episch ausgewichen, muss man sagen. Und wupp. Bliu. Und die Powerbombe, jawohl. Bam. So, jetzt macht ihr wieder eure Kugelwillis und dann Sternensturm. Habe ich schon auch jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Pam. Also egal wie viel Verteidigung der Gegner macht, immer 7 Schaden. Finde ich schön. Und wieder Geld. Geld. Ui. Oh, noch mehr Gegner. Cool. La. Jo. Dann die Powerbombe und dann noch danach den Sternensturm. Und dann... War ich da eigentlich keinen Stern... Doch, ich brauche Sternensturm. Ja, schön, ne? Ja, und da haben wir ganze 6 Sternenpunkte bekommen. Finde ich schön. Nicht. Sehe schon, das letzte Level muss ich echt bei dem goldenen Typen noch machen. Tralalala. Gib mir Münzen, oh yeah! Münzen! Ah, da kommen noch welche, ah cool. Hupf! Zack! Wunderbar! So, nochmal das gleiche Spiel. Zack. Und zack! Jetzt die Powerbombe und danach den Sternensturm. Man kennt es ja bereits! Weil so schön war! Der Zauberer stirbt, genau. Wupp. Wir haben jetzt auch so viel Sternenenergie, dass ich das regelrecht rausspammen kann. Wunderschön. Ah, gefällt mir, muss ich sagen. Blub. Diddle dip. Geld! Wunderschön. So, Tür, hallo, auf. Was? Tür, hallo, auf? Oh, was ist das? Neue Gegner, cool. Gegner. Superpilz, yay. Was will ich denn mit dem Superpilz? Hallo? Kann ich das verschieben? Au! Das tat weh! Mann! Fand ich nicht schön von euch, ja? Hier, mich einfach hier mit euren Knochen zu bewerfen. Hey! Ey, reich mich nicht auf! Schrei ich mich hier nicht auf. So, lass mich weg. Irgendwas kann ich hier verschieben. Weiß bloß noch nicht was. Ah, das. Triffst dich, Tudup. Ah, Tudup. Das sieht mir zu verdächtig aus. Schade. Hätte auch klappen können. Huch. So war's, genau. Da habe ich kurzzeitig den Knopf nicht gefunden. Echt nichts? Hm.
sah es irgendwie verdächtig aus. Lalala. Ah, da brauche ich wieder einen Schlüssel. Okay. Kann ich das verschieben? Nö. Kann ich das verschieben? Nö. Kann ich da was verschieben? Ah! Kann ich das verschieben? Ja! Na? Was ist dahinter? Ah, den kann ich gebrauchen. Yay! Oh ja, die 50 Blumenpunkte. Die waren nötig. Schade, dass solche Blöcke keinen Sternengedöns heilen. Oh! Junge, immer langsam. Tra. La 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 la. Komm ich denn hier hin? Ich kenne mich schon wieder gar nicht aus. Hä? Was soll dieser Rauch? Was soll denn dieser Raum? Ja, ne? Huh. Wenn mir der Raum bringt, gar nichts. Cool. Sind die vielleicht zu fies und... Okay, du musst jetzt sterben. Du musst jetzt sterben, Junge. Sterben. Weil du nervst mich. Powerbombe, wow, das gibt jetzt mega Damage. Bam! Wow. Was? Was zur Hölle? Okay. Und trotzdem, dass meine Angriffskraft um die Hälfte gesunken ist, habe ich dich vernichtet. Sieh mal, wie schlecht du bist, Junge. Wow, die geben Erfahrung. What the hell? Die geben Erfahrung. Uhu, ihr gebt Erfahrung. Ja, na das ist fies. Na das ist wirklich fies. Na das ist wirklich fies. Ja, sowas fieses. Das ist ja schon oberfies. Hier, so fies zu sein. Ihr fiesen Fieslinge. Der Fiesigkeit. Und wo war der Schlüssel? Da nicht. Ich könnte nochmal heilen, aber... Ist da wieder so ein... Ja. Oh, ein Powerhammer. Wupp. Ich kann ja eh danach heilen, also kann ich die Mana-Punkte auch raushauen, wie blöd. Wie mache ich sogar mal die Mega-Bombe? Yeah, episch. Ah, die Skelette geben also nur Erfahrung, okay. Wo war denn dann dieser Skelettraum? Weil da waren nur irgendwo so zwei Skelette, die möchte ich natürlich jetzt machen, das ist klar. Da. Das war gerade übrigens sehr episch. La 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 la. Ich meine, wenn ich danach eh heilen kann, ne, hole ich mir schnell die Erfahrung ab. Also, so ist er nicht. Weil die Skelette kann man nur mit Bombette besiegen, glaube ich. Weil, das sieht man auch, das macht 17 Schaden. Sonst würden sie wieder auferstehen. Lalalalala. Gib mir Geld! Oh yeah! Bekomme Erfahrung vom Gegner. Ist das nicht toll? Ah, das wird kurz im Prozess gemacht. Lal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 a. Boom. Und tschüss. Lalalala. Gib mir Geld! Zwei Münzen. Naja, besser als nichts. So, aber wo war denn jetzt diese Schlossschlüsseltruhe? Ich sehe jetzt mal, was ich... Ah, da ist es. Okay. Wo war jetzt das Heilding? Da ist das Heilding. Hup. Wunderschön. Und jetzt können wir auch Schlossschlüsseltür, Gedöns, Bums, Zeug. Ach, da ist wieder hin. Hier. So, eine Wächtertür, da kann ich nicht, 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 okay, dann spreche ich nicht mit dir. Wer hätte geglaubt, dass du es bisher schaffst? Du wirst es nicht weiter schaffen, weil, unglücklicherweise, werde ich dich nicht durchlassen.
Aber ich denke mal, wenn du es wirklich willst, gebe ich dir eine Chance. Weil ich weiß, es ist unmöglich, dass du es schaffen kannst. Willst du es mal probieren? Jo, natürlich. Das ist komplett sinnlos. Aber ich glaube, ich werde dich versuchen. Weil ich natürlich so ein nettes und wohl mitfühlendes Herz habe. Nur. Ich mach nur Witze, du alter Wurm. Nun, Mario. Willst du immer noch hier sehen, was ich für dich bereit habe? Ja. Nun, ein kleines Quiz. Einige meiner Gefolgsleute werden jetzt durch die hier kommen. Dein Job ist es, vorsichtig ihre Spuren und Nummern und Farben zu merken. Cool. Dann musst du meine Fragen korrekt beantworten. Ja, ich muss es richtig erraten. Ja. Gut. Da werde ich jetzt eh failen, das sehe ich jetzt schon. Da muss ich mich jetzt auch ein wenig konzentrieren, da kann ich also nicht so laut sein wie normal. Gut. Wie viele Koopas waren da? 3. Und? Yay! Episch! Das ist richtig! Nächste Frage ist nicht so leicht! Okay. Okay. Wo waren 3 davon? Von den Roten! Yay! Episch! Oh, recht! Nächste Frage wird noch stärker, ja. Ja, klar. Okay. Die Mittel, da kann man die Roten. Oder? Ich denke doch. Und? Ja, episch! Oh Mann, das ist schwer. Wie viele Gumbas waren da? Das habe ich mir gemerkt. 2. Schön. Episch! Wunderbar! Ich kann es kaum glauben, dass du schon 4 Fragen richtig hast. Okay, genug davon. Werde ich dir aufmischen und eine sehr harte stellen. Nächste Frage. Okay, das soll jetzt hart sein. Wie viele Arme hast du gesehen? 4. Yay! Episch! Yeah, Mann! Beim ersten Besuch! Boah, cool! Korrekt! Ich kann es kaum glauben! Das 5 war der Super-Duper! Hier im zerfleischenden Antworten richtig geraten. Wurde besiegt von Mario! Oh, diese Schwach! Gut, lässt mich jetzt durch, danke. Und hier gibt's wieder Items. Super Pills, will keiner. Honigsirup, will keiner. So, was gibt's hier? Super Pills, will keiner. Die spiele ich aus, jawohl, schön. Ah, das da oben möchte ich haben. Wie komme ich da oben hin? Wie? Und hier klitscht es natürlich rum, ist klar. Das möchte ich haben. Yay! Was hau ich denn dafür raus? Natürlich so ein Teil hier. Wupp. Yay! Lass mich durch! Ach, schön, wie es wieder rumklitscht, nicht wahr? Hat wir jetzt schon lange nicht mehr. Wupp und wupp und wupp. Wow, ein fliegender Gegner. Cool. Wow.
ja richtig episch. Und ich kann dich aber mal mit dem Sprung angreifen. Wupp und wupp. Macht nämlich viel Schaden. Das gibt wieder Erfahrung. Finde ich schön. Lalalalalalalala. Ich sehe gerade, meine Zeit ist schon zu Ende. Verdammt. Ja, Leute, ich verabschiede mich. Das war Paper Mario für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.